Willkommen bei den Motorradnachrichten, jetzt hier mit dem nächsten Test. Dementsprechend schauen wir uns jetzt mal eine Motorrad-Jeans an. Auch wieder der Bestseller auf Amazon. Kostet momentan um die 70 Euro rum. Es handelt sich hier um eine Motorrad-Jeans, die auch mit Protektoren wieder ausgestattet ist. Das Ganze kommt hier in einer Folienverpackung mit Zipverschluss oben. Wir packen das Ganze mal hier jetzt aus. Man sieht schon, es sind Protektoren dabei. Hierbei dürfte es sich um die Knieprotektoren handeln. Diese haben ein CE-Kennzeichen. Ist allerdings alles ziemlich schwer zu sehen. Ist eigentlich von der Verarbeitung her, also vom Guss her, ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie in der Form gegossen werden. Schaut es nicht besonders professionell aus, beziehungsweise ist das alles nicht besonders gut zu erkennen. Ich zeige es mal hier. Ich weiß nicht, inwieweit man das erkennt. Also im Endeffekt, CE-Kennzeichnung haben sie. Ob das natürlich alles der Wahrheit entspricht oder sich um Fake-Material handelt, ist nicht ganz klar, denn ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo das Material herkommt. Aber es macht jetzt nicht so diesen wertigen Eindruck. Die Frage ist halt einfach, ob die CE-Kennzeichnung stimmt oder ob diese gefaked ist. Ob der Protektor eben nach CE-Richtlinien oder nach diesen Vorschriften, nach dieser Prüfung gefertigt wurde. Und wenn hier die Verarbeitung schon ein bisschen zu wünschen übrig lässt, das CE-Kennzeichen nicht richtig zu sehen ist, nicht richtig zu lesen ist, die ganzen Luftaussparungen oder die Belüftungslöcher nicht richtig offen sind, macht es halt alles ein bisschen den Eindruck, als könnte es hier sich eher um Fake-Material handeln. Ansonsten haben wir hier, es dürften die Hüftprotektoren sein. Ja, es ist ein stabileres Material auf jeden Fall. Also die Hüftprotektoren, die dürften dann dementsprechend nicht ganz so stark auftragen. Was einerseits für die Optik ganz gut ist, andererseits bieten sie natürlich dann dementsprechend weniger Schutz. Also da gibt es auch andere Hüftprotektoren. Ich weiß jetzt gerade nicht von der Größe her, also ob das jetzt auch Standard ist. Ich kenne die so jetzt nicht. In meiner Lederkombi, in meinem Einteiler, habe ich auch Hüftprotektoren drin. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass die eine andere Form haben. Also dementsprechend bin ich mir hier jetzt auch nicht 100% sicher, ob man die dann ja auch austauschen kann. Wir gucken es uns aber nachher auf jeden Fall mal an. Also es handelt sich um einen etwas stabileren Schaumstoff, stabiler in Bezug auf die Platzhalter, die oftmals in den Protektorentaschen hinterlegt werden, also die ganz dünnen, weichen Schaumstoffe. Da ist dieser Schaumstoff schon etwas dicker, dürfte dementsprechend auch etwas mehr bringen. Er hat allerdings keine CE-Kennzeichnung oder sonst irgendwas. Und bei Hüftprotektoren ist es so, dass die gibt es in verschiedensten Formen. Da es hier allerdings nur eine einfache Tasche ist, wo man den Protektor reinschiebt, sollten da auch andere passen, die dann etwas mehr Schutz bieten. Die tragen dann allerdings wieder etwas mehr auf und man muss auch gucken, inwieweit die Hose dann noch passt, beziehungsweise wie stark sie ausbeult, was natürlich dann aber auch nur eine optische Sache ist und Geschmackssache. Okay, die Motorrad-Jeans. Was ich hier schon mal sehe und was auf jeden Fall nicht optimal ist, Metalldruckknöpfe. Ich meine, solange es jetzt hier bei der Arschtasche bleibt, ist es okay. Wenn es natürlich vorne dann auch so ist, beziehungsweise da noch Nieten drin sind, dann kann das Kratzer am Tank geben, was nicht optimal wäre. Hier ist auch ein Emblem aus Metall dran. Hinten ist es auf jeden Fall der Stoff hier verlängert und mit Stretchmaterial versehen, dass die Hose nicht nach unten rutscht, was natürlich auf dem Motorrad in gebückter Haltung schon von Vorteil ist, ganz gut ist, also die typische Bauarbeiterritze oder das Bauarbeiterdekolleté wird hier gut verdeckt. Also dementsprechend, es soll ja hinten in den Nieren ja auch im Nierenbereich nicht reinziehen.
Von dem her ist das eigentlich für eine Motorradjeans, wo man, wie gesagt, viel in gebückter Haltung drauf sitzt, eigentlich von Vorteil. Schauen wir es uns mal von vorne an. Also im vorderen Bereich haben wir hier einen metallischen, ne, das ist Plastik, das dürfte Plastik sein. Ja, Knopf, der könnte natürlich am Tank, wenn man jetzt nicht im Tankpad hat, auch ein paar Kratzer geben. Oder man schaut, dass die Jacke drüber zieht und das Ganze wieder schützt. Also da ist auf jeden Fall etwas, wo man aufpassen muss. An den Hosentaschen sind auf jeden Fall hier schon mal keine Nieten dran, was gut ist, weil gerade die kleinen Nieten, die sind oft zur Verzierung mit dran bei normalen Jeans. Und da ist es so, dass die nämlich ganz oft und ganz schnell Kratzer geben können. Also von dem her, das ist hier jetzt nicht, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt machen wir mal hier den Verschluss auf. Also dadurch, dass der hier so Einkerbungen hat, sitzt auf alle Fälle relativ streng da drin. Also da braucht man nicht Angst haben, dass da mal das aufgeht, wobei die Hose trotzdem noch hält, denn hier ist der nächste Knopf, hier ein Druckknopf und ein Reißverschluss. Dann der Reißverschluss kommt mir jetzt persönlich ein bisschen kurz vor. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man die Hose anhat. Aber kommt mir jetzt ein bisschen kurz vor. Ansonsten, machen wir es mal hier wieder zu, ansonsten halt ganz normales Five-Pocket-Design, also hier die zwei Taschen vorne, die kleine Münzfach oder Münztasche, wie man sie ja früher mal hatte, und die beiden Gesäßtaschen zusätzlich. Hat die Jeans jetzt auch noch seitlich Taschen, auch mit einem Druckknopf versehen, wo man ein paar Kleinigkeiten reinmachen kann. Mag auch ganz praktisch sein, ich weiß jetzt allerdings nicht, das wird dann die Testfahrt ergeben, inwieweit das dann stört, wenn man in der sitzenden Haltung auf dem Motorrad sich befindet, ob man da wirklich das Handy reintun kann. Im Kniebereich jedenfalls auch wieder Stretch-Material. Und hier die Taschen für die Knieprotektoren, die sind relativ groß. Die sind relativ groß, also ich nehme mal einen und setze den da rein. Und was ich jetzt auch vermutet habe, es ist jetzt schwierig zu sehen, aber der Protektor, der sitzt da jetzt im Endeffekt von hier bis hier. Also der hat nach links und rechts noch extrem Spiel, wo er sich verschieben kann. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt so sieht. Also hier mal ganz nach rechts geschoben, hier mal ganz nach links. Er hat auf jeden Fall da noch Spiel drin. Kann sein, dass wenn man sie anhat, wenn im Endeffekt dann das Knie drin steckt, dass das den Protektor dann auch gut fixiert, aber so auf den ersten Blick macht es erstmal den Eindruck, als könnte der doch ziemlich da umeinander schwimmen und dementsprechend dann auch nicht an der richtigen Stelle sitzen, was natürlich bei einem Unfall dann fatal wäre, weil er dann eigentlich keinen Schutz mehr bietet. Ansonsten, es ist ein leichtes Stretch-Material, also es lässt sich leicht ziehen. Hier sieht man jetzt schon mal keine Aramidfaser, was auch nicht unbedingt sein muss, beziehungsweise bei vielen Motorradjeans sind, dass bloß bestimmte Stellen mit Aramid versehen sind. Das gucken wir uns aber nochmal genauer an. Was aber halt auch auffällt und jetzt auch nicht unbedingt optimal ist, es handelt sich hier nur um eine einzelne Naht, also es sind keine Doppelnähte, so wie es den Eindruck macht, die im Endeffekt dann mehr Schutz bieten, also dass im Endeffekt die Naht nicht aufgehen kann, weil wenn die Naht durchgerieben ist, dann bietet auch der Jeansstoff, der ja auch einen relativ guten Schutz bietet, halt gar keinen Schutz mehr. Von dem her sollten eigentlich an der Motorradjeans Doppelnähte vorhanden sein, damit eben das nicht passieren kann. Gut, dann schauen wir mal uns das Ganze nochmal von innen an, was im Endeffekt dann jetzt wirklich geschützt ist, ob es da überhaupt einen Schutz gibt. Und im Endeffekt handelt es sich hierbei jetzt um eine Jeans, um eine Motorrad-Jeans, wie es hieß, die nicht mit Aramid versehen wurde. Ich meine, hier sind jetzt im Gesäßbereich, da sind es jetzt schon Doppelnähte. Hier ist das Innen auch besser vernäht, wie es von außen den Eindruck gemacht hat. Also die Nähte scheinen schon doch stabil zu sein und es handelt sich anscheinend doch um Doppelnähte. Also hier ist es auf jeden Fall, man sieht es definitiv besser vernäht.
wie es von außen den Eindruck macht. Da sieht man eben bloß diese eine Naht, aber von innen sieht man dann doch mehr. Aber sie bietet keine zusätzliche Kevlar-Verstärkung, also keine Gesäßbereiche, es ist ja oft so, beziehungsweise im Kniebereich, wo die Protektoren dann drin sind, dass da dann nochmal ein Kevlar eingenäht wurde. Es gibt auch Motorrad-Jeans, die komplett aus Kevlar bestehen. Es gibt auch Motorrad-Jeans, die eine spezielle Faser, eine Aramidfaser, die dann mit Baumwolle umwickelt ist, und die sieht man dann auch nicht. Aber in dem Preisbereich, wie gesagt, die kostet um die 80 Euro, die Hose, da kriegt man sicherlich nicht diesen Stoff bzw. diese spezielle Faser. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um eine ganz normale Jeans, wobei eine normale Jeans ja auch einen gewissen Schutz bietet. Also eine normale Jeans ist ja auch als Arbeiterhose, die ja recht robust sein soll, ursprünglich mal entwickelt worden. Allerdings, wie gesagt, mit Kevlar-Aramid-Verstärkung bietet es natürlich dementsprechend noch mehr Schutz. Hier sind jedenfalls mal die Taschen für die Hüftprotektoren. Da ist jetzt auch die Frage, ich meine, hier, wie rum gehören die sich überhaupt rein? Müssten wir jetzt mal gucken, von der Bewegung her, wie sie sich bewegen müssen. Aber jetzt irgendwie vorgefertigt ist da jetzt nichts. Das ist auch nichts dabei, wo es erklärt oder zeigt. Und ja, sie haben auf jeden Fall auch noch ein gewisses Spiel, wo sie sich bewegen können. Also so bombensicher sitzen die auch nicht. Wobei hier auf jeden Fall, denke ich mal, sitzen die besser wie die Knieprotektoren. Aber wie gesagt, das muss man dann erstmal gucken, wenn man sie anhat. Wie bequem sie ist, wie sie von der Passform dann auch ist. Schutz, ja, wie gesagt, also mit einer Motorradhose, mit einer normalen Motorradhose, mit einer Lederhose wird man definitiv, also wenn man länger über den Asphalt schlittert, definitiv mehr Schutz haben. Einen gewissen Schutz kann sie bieten. Jetzt ist halt die Frage, wie bequem ist sie, ob man im Endeffekt durch die Bequemlichkeit dann auf diesen Schutz dann auch verzichten will, ob sich dafür einen selber lohnt. Das muss man natürlich immer selber entscheiden. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Da kann ich euch auch nichts abnehmen. Aktuell, naja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Hose betrifft. Wer sich die Hose trotzdem mal genau angucken will, also der Link zu Amazon ist unten natürlich mit in der Videobeschreibung drin. Ja, das war das mit der Hose. Wenn man sich die Beschreibung auf Amazon auch mal durchliest, also beschrieben wird sie mit 14 Unzen Jeanstuch, was auch immer 14 Unzen sind, da müsste ich jetzt erstmal googeln. Der Stoff ist jedenfalls nicht jetzt sonderlich dick, also der macht eigentlich einen relativ normalen Eindruck, also wie eine normale Jeans, vielleicht minimal stärker, aber jetzt nicht wirklich stabil, nicht wirklich dick, also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Jeanstuch, Baumwolle und Elastan. Ich meine Elastan, also die flexiblen Bereiche haben wir ja hier. Das kann vielleicht fürs Motorradfahren ganz praktisch sein. Ist natürlich auch wieder eine optische Geschmackssache, weil das sieht man natürlich optisch und vielen gefällt es dann nicht so, dass man das so direkt als Motorradjeans dann erkennt. Ansonsten, wie gesagt, Reißverschluss, ob der von der Länge her ausreicht, ob das bequem ist da drin. Ob man im Endeffekt damit auch pinkeln kann. Mal gucken. Also mir macht es jetzt ein bisschen kurzen Eindruck. Als würde der Reißverschluss etwas zu weiter oben sitzen. Aber vielleicht täuscht es auch, dass im Endeffekt die Hose einfach im Bauchbereich weiter unten hängt. Oder keine Ahnung. Muss man testen. Wenn wir uns noch anschauen. Beziehungsweise oder auch nicht. Aber ich werde es euch erzählen. Ansonsten, ja, Protektoren sind dabei für Knie- und Hüftbereich. Was in der Beschreibung allerdings auch drin steht, ist, dass die Hose eben aus Jeanstuch, aus Baumwolle und Polyester besteht. Also Polyester ist eigentlich nicht unbedingt optimal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Polyester-Jeans-Gemisch ist oder wie das Ding, wie ich das zu verstehen habe oder wo da im Endeffekt die Polyester-Bereiche sind, weil Polyester ist auf jeden Fall so, dass das nicht besonders abriebfest ist bzw. da nicht optimal ist. No filter, I got no filter.
So kommen wir jetzt mal zum Fazit. Ich habe ja schon mal erzählt oder erklärt, dass Amazon Bestseller nur bedeutet, dass die sich besonders gut auf Amazon verkaufen. Das bedeutet aber nicht, dass das wirklich die besten Artikel sind oder den meisten Schutz bieten oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist dieser Artikel, diese Motorradjeans, ein recht gutes Beispiel dafür. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei nur um eine relativ normale Jeans, die eben mit ein paar Taschen versehen sind, um eben Protektoren einschieben zu können. Wirklich Probleme mit den Protektoren gab es dann doch nicht. Also durch die Enge der Jeans waren die eigentlich relativ gut an Ort und Stelle und sind dann auch nicht mehr verrutscht, so wie sie im Vorfeld den Anschein machte. Die waren eigentlich wirklich gut an den richtigen Stellen gesessen und sollten dementsprechend bei einem Sturz auch den bestmöglichen Schutz bieten. Ich gehe auch davon aus, jetzt mal unabhängig von der CE-Prüfung, die ich ja bemängelt habe, beziehungsweise die anzuzweifeln ist, dass die Protektoren trotzdem einen relativ guten Schutz bieten, weil nur die reine Prüfung macht derzeit auch nicht unbedingt so viel aus, beziehungsweise die können trotzdem genauso gut sein, auch wenn sie nicht geprüft sind. Wenn man sich allerdings darauf verlassen möchte, kann man die Protektoren natürlich auch dementsprechend austauschen, weil in die vorgesehenen Taschen natürlich auch andere Protektoren reinpassen. Ich habe das Ganze mal auch auf die Waage gelegt und rauskommen ist, dass im Endeffekt diese Motorradjeans 200 Gramm oder roundabout 200 Gramm mehr wiegt wie eine normale Jeans. Davon geht ein gewisser Teil aber auch an die Innentaschen, also für die Protektoren und das Ganze, an das Stretchmaterial, das ein bisschen mehr wiegt. Und wahrscheinlich nur ein relativ kleiner Teil an das Mehrmaterial, an Jeansstoffdicke. Wie gesagt, eine Aramidfaser Kevlar ist hier nicht vorhanden. Dementsprechend bietet die Jeans auch nicht mehr Schutz, mehr Abriebschutz wie eine normale Jeans, außer was die Stärke betrifft. Und die Stärke selber, wie gesagt, ist eigentlich nicht wirklich gegeben. Also beziehungsweise die Mehrstärke ist nicht wirklich gegeben. Dementsprechend kann ich die Hose jetzt halt auch nur wirklich sehr, sehr bedingt empfehlen. Da gibt es sicherlich auch für 80 Euro, was die Hose ja aktuell kostet, wahrscheinlich sicherlich auch besseres Material, das man anderweitig irgendwo besorgen kann. Von der Passform muss ich auch sagen, da gibt's ein paar Minuspunkte. Also zum einen mag ich so dieses Slimfit, diese ganz engen Jeans sowieso nicht so. Mir ist es eigentlich lieber, wenn es da ein bisschen luftiger ist, schlappriger ist. Aber das gehört sich bei der Jeans so und hat ja auch seine Vorteile in Anführungsstrichen bei einer Motorradjeans, da sich die Protektoren dann nicht so sehr verschieben können. Die Jeans hat auch eigentlich von den Beinen her relativ gut gepasst. Was mir nicht gepasst hat oder was ich nicht gut fand, es hat ja oben den Stretchbund, dass die Hose hinten eigentlich weiter rauf geht, dass im Endeffekt der Nierenbereich ein bisschen besser geschützt ist, beziehungsweise wenn man in gebückter Haltung auf dem Motorrad setzt, dass da nicht alles freigelegt wird oder dass da ein bisschen mehr Stoff vorhanden ist, eben um eben die berühmte Bauarbeiterritze, das Bauarbeiterdekolleté zu schützen. Vielleicht hätte ich die Hose eine Nummer größer kaufen sollen, aber das ist eigentlich meine Größe. Und bei mir hat es da, war einfach nicht vorhanden. Also die ging nicht weiter rauf wie eine normale Hose auch. Obwohl eben rein optisch war eben dieses Bündchen da und sollte eigentlich das besser geschützt werden, war bei mir nicht so. Es war auch so, dass jedes Mal, wenn ich mich irgendwie großartig bewegen habe müssen oder mal in die Hocke gegangen bin oder wie auch immer, dann hatte ich immer das Gefühl, die Hose, dass die einfach runterrutscht. Und ich war immer am Nachziehen und Nachzippeln und dass die Hose einfach wieder richtig sitzt, weil ich einfach immer das Gefühl gehabt habe, dass die Hose zu weit unten sitzt oder nicht mehr richtig passt, nicht mehr richtig an Ort und Stelle ist. Das war einfach unangenehm und ja, nicht schön zum Tragen. Von dem her gibt's bei mir da klare Abstriche. Dann war es auch wirklich so, wie befürchtet. Also der Reißverschluss ist auch wirklich ziemlich kurz gehalten. Also wenn man da unterwegs mal kurz pinkeln muss. Es funktioniert, aber es ist nicht optimal. Also der ist schon relativ kurz. Also wie gesagt, die Hose hat einfach meiner Meinung nach oder für mich persönlich jetzt einen bisschen seltsamen Schnitt. Ich war da nicht wirklich zufrieden, wie gesagt. Wenn man das Ganze jetzt mal insgesamt betrachtet, der Schnitt ist nicht so gut, die Sicherheit ist nicht so gut gegeben. Im Prinzip ist es nur eine normale Jeans, wo man Protektoren einlegen kann. Die Protektoren selber sind fraglich, also die Hüftprotektoren haben keinerlei Prüfungen. Die Knieprotektoren haben zwar das CE-Kennzeichen, von der Verarbeitung her sehen die allerdings nicht besonders gut aus.
Die Qualität ist dann nicht ganz so gut und das CE-Kennzeichen und das alles ist relativ schlecht zu lesen, was einfach auch ein bisschen Zweifel schürt, ob das wirklich nach CE geprüft wurde, nach CE gefertigt wurde, die Normen da dementsprechend erfüllt. Das Ding kommt auch aus China. Da muss man einfach auch dazu sagen, dass das CE da auch teilweise auch ein bisschen anders interpretiert wird, einfach nur als China-Export und schon haben sie die Berechtigung, CE draufzudrucken oder das einzuprägen. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen seltsam. Kann ich eigentlich nicht unbedingt empfehlen, die Jeans. Für 80 Euro gibt es da bestimmt auch besseres Material. Ich habe nichtsdestotrotz die Jeans unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch andere Jeans sind da verlinkt. Auch der Amazon-Shop von Motorradnachrichten, wo ihr auch ganz andere Sachen findet. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. Aber diese Jeans, wenn sie euch gefällt, probiert es aus. Vielleicht passt sie euch besser wie mir. Vielleicht hätte ich sie wirklich einfach nur eine Nummer größer bestellen sollen und schon wäre alles besser gewesen. Aber ich war jetzt nicht wirklich zufrieden. Bin eigentlich positiv überrascht. Folge mir auf die dunkle Seite. Deswegen alle, die dieses Video vielleicht gucken, unterstützt Motorradnachrichten.